Daily Run ist kurz heute. Ah, mal schauen. Oh nein, nicht, sei nicht tainted, sei nicht tainted, sei nicht tainted, sei nicht tainted. Normaler Kane! Oh, wir müssen Mom machen? Wirklich? Okay, das ist definitiv... Okay. Nein. Das steigert meine Überlebenschancen ein kleines Stück erstmal. Die Baby Challenge. Ich sehe keinen Grund, das Risiko einzugehen, Schaden zu nehmen. Die haben sich nicht genug Mühe gegeben, glaube ich. Und ja, ich weiß, dass es ein Tinted Rock ist. Der ist mir durchaus sehr stark ins Auge gefallen. In das eine, das noch übrig ist. Von Kay, dem alten Piraten. Aber ja, das verspricht ein kurzer Daily Run zu werden. Und wenn ich den schaffe, und ich gehe mal davon aus, dass ich ihn schaffen werde. Dann haben wir bereits eine 3er Winstreak. Oh mein Gott. Und habt ihr im Daily Run auch random Proptosis gefunden? Nicht nehmen Weichei. Nein, nein, nein. Ich finde das viel, ich finde es mehr eine Challenge, wenn man es mitnimmt. Also ja, ich schätze, ich werde diesen Run gewinnen. Ich denke, meine Überlebenschancen stehen ganz gut. Oh, und jetzt bekommt man den Orbital. Hey! Das Spiel will also, dass man einfach nur in der Ecke steht und nichts macht. Okay. Oh, ich kann meine Herzen nicht sehen. Das ist ziemlich cool. Kommt doch zu mir. Okay, wisst ihr was? Der wird nicht zu mir kommen. Befürchte ich. Da oben ist direkt der Boss, aber... Ich denke, ich sollte noch mein Item mitnehmen für die Ebene. Wer weiß, was einen da alles erwartet. Ah, Secret Room ist hier, sage ich. Ich wusste es. Secret Room ist nur leider ziemlich schlecht. Ich hätte die Bombe hochkicken sollen. Au. Ich habe noch ein halbes Soul Heart übrig. Keine Sorge. Weil ich auch glaube, dass ich in diesem Run nicht wirklich irgendwelche Deals benötige. Das Gefühl, das wird für diesen Run absolut nicht nötig sein. Dafür geht er nicht weit genug. Und gegen Mom kann ich einfach mich versteinern und nichts machen. Das ist ein bisschen shit. Aber okay. Aber okay. Beziehungsweise nicht mehr so übel, wie es früher mal war. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen noch irgendwas macht. Warum nicht Spider-Mod? Weil ich kein Geld dafür habe. Okay. Cool. Und ist heute so von sich selbst überzeugt. Erst sagt er, dass er Delirium schon gekillt hat, bevor er überhaupt bei ihm ist. Dann sagt er auf der ersten Ebene, dass der Run schon gewonnen ist. Gesundes Selbstvertrauen, der Mann. Ich meine, siehst du diese Items? Außerdem habe ich heute Boss Rush mit Jacob und Esau geschafft. Das war knapp. Ich bin immer wieder erstaunt, wie schlecht die eigentlichen Boss-Bars des Spiels sind. War das Placebo? War das nicht einfach nur eine weiße Pille?
Gehen wir weiter. Das war die Spacebar-Pille. Oh, vielleicht hätte ich das nicht mitnehmen sollen. Ich sehe gerade, dass ich doch nicht so viele Herzen habe, wie ich das zunächst dachte. Ich würde fast sagen, ich habe sehr wenig Herzen. Oh, alles gut. Wir spielen im Easy-Baby-Mode. Im Baby-Booby-Modus. Da bekommt man schon mal 800 Soul Hearts, wenn man eine Kiste öffnet. Ach, komm schon. Sag mal Holly LP, dass er wieder YouTube-Videos machen soll. Es würde jetzt eine Überraschung für dich sein, aber es ist gute 5 Jahre her, seit ich mit ihm kommuniziert habe. Ich werde es ihm ausrichten, ja. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, kann sich nur noch um Minuten handeln. Danke, wäre mir sehr wichtig, bitte. Machen wir das. Es ist schon cooles Zeug. Versteht mich da nicht falsch. Es ist nur nicht mein cooles Zeug. Oh oh. Fuck. Jetzt hat das die Magnetic Tears ausnahmsweise mal was gemacht. Was? One makes you large. Oh mein Gott, das ist der. Du sollst dich einfach nur hinstellen und nichts machen, Bild. Was ist dieses Trinket? Du hast dein Leaf, benutzt das doch. Das Leaf ist für viele Räume gar nicht mal so aufregend. Beziehungsweise... Oh mein Gott. Ist auch ein bisschen nervig, wenn man dann für 3 Stunden rumsteht. In der Hoffnung, dass irgendwelche Gegner zu einem rüberfliegen. In dem Raum war es okay. Bisschen Cash. Lucky Penny. Kein Soul Heart für den alten Kaney. Ich weiß auf jeden Fall, wo die Secret Rooms sind. Wird ein bisschen dauern, aber wird's wert sein. Oh, er steht auf meinem, auf meinem Headless Baby. Keine gute Position für dich. Ace of Spades. 48 Hour Energy. Das macht alles zu Schlüsseln. Oh nein, ist gar nicht Ace of Clubs. Secret Room oder Super Secret Room? Wir nehmen beide mit. Yeah. Und hier unten haben wir... My Secret Room ist meistens nützlicher. Ja, das, oh. Ich will ja nichts sagen, aber da liegt eine äußerst interessante Karte. Range up. Okay, ich trau mich. Okay, cool. Ich schätze, ich bekam glitched Item. Run ruined, das war's mit dem Run. Bekommen wir jetzt nur noch glitched Items?
der Run jetzt wie die eine Glitch-Challenge oder was? Moment, ich kann mich. Moment, lass mich mal eben. Okay, jetzt habe ich quasi die Delete-Me-Challenge. Ich wünschte wirklich, ich hätte mehr als ein halbes Herz. Der alte Pipi wird doch zu mir rüberspringen, oder? Der alte Pipi kann sich... Hey! Alter Pipi, komm mal rüber! Alle kommenden Items sind jetzt Glitch-Items. Das ist eher ungünstig. Könnte man sagen. Beziehungsweise es wäre alles okay, wenn ich mehr als ein fucking halbes Herz hätte. Ich glaube, das ist, was mich am meisten stört. Aber wir haben mit dem Item von gerade eben Triple Shot bekommen. Was schlecht ist, weil ich Triple Shot nicht leiden kann. Ansonsten wäre es cool. Das ganze Herzen bringen mir nichts. Oh Gott, dieser Raum. Ich wünschte, ich hätte eine Bombe. Dann könnte ich wenigstens versuchen, eine Pille zu bekommen. Na gut. Warum bekomme ich gerade die ganze Zeit doppelte rote Herzen? Ist das nur ein Spiel für dich, Spiel? Die gute Sache ist, dass wir nach wie vor im Baby-Booby-Modus sind. Das heißt. Boah, ist Stil. Die Gegner sind nicht so übel. Rotes Herz. Ich bekomme so viele Herzen. Ich sag's euch, wenn ich rot. Wenn ich tatsächlich. Das ist ein bisschen frustrierend. Wenn ich tatsächlich ein rotes Herz hätte. Oh mein Gott, wir könnten so viel machen. Wir wären sowas von unsterblich. Eine Full Health Pille würde nicht viel bringen. Ja, okay. Bargeld. Ich dachte, ich kann damit wenigstens was wegsprengen, aber... Nein. Damit kann ich was wegsprengen. Oh, mein Triple Shot ist... Yes! Mein Triple Shot ist weg, aber... Ich glaube, das ist okay. Oh, mein Begleiter wurde fixiert. Warte, ehrlich gesagt, ich glaube, ich will den Triple Shot wieder. Jetzt fühlt es mal ein Triple Shot, der, der nicht weiter die Feuerrate gesenkt hat. Ja, das ist Triple Shot, der die Feuerrate nicht senkt. Jetzt für den sollte ich mitnehmen. Mir wird, glaube ich, gerade erst bewusst, wie stark dieses Glitch-Item ist, das ich bekommen habe. Es ist ziemlich stark. Das ist die Antwort auf das Ganze. Ich will nichts hiervon. Perfro? Warte, Perfro bringt mir gar nichts. Es ist stark, bis es dich umbringt. Ja. Yeah. Der Bursche droppt gerne mal kein Soul Heart.
schade. Sehr, sehr, sehr schade. Diese dummen Magnetic Tears. Wir nehmen das gratis mit. 47 Cent? Davon nehme ich aber nur eins. Was ist der Devil? Fragezeichen. Bibeleffekt? Oh, was? Das ist ja ein Zufall. Ich bräuchte gerade einen Bibeleffekt. Beziehungsweise, ich hätte nichts dagegen, einen zu haben. Das ist übrigens die Spawner Gertie. Spawner Gertie ist super tanky. Ich wünschte, ich könnte HP bekommen. Irgendwie. Es gibt auch den Seraphim-Begleiter. Ich glaube nicht. Ich schaue euch den Meat Boy an. Ich glaube nicht, dass es in diesem Run noch normale Items gibt. Ehrlich gesagt. Was macht ein Spacebar-Item? Keine Ahnung. Warum war mein Triple Shot gerade? Warum ist meine Feuerrate jetzt shit? Oh, vielleicht steigt die Feuerrate mit jedem Raum, den ich schaffe? Wo kommst du jetzt her? Wie wäre es, wenn wir den nicht mitnehmen? Die Gegner sind so langsam. Tears up! Tears up. Ja, so eine nette Sache. Ich hätte noch ein... Shit. Okay. Wenn ich jetzt noch ein Soul Heart irgendwo herbekommen könnte, wäre das ganz cool. Oh, die Feuerrate ist gut, solange, wenn mein Spacebar-Item voll ist. Das kann ich mir gut vorstellen. Will ich die beiden goldenen Kisten mitnehmen? Ich glaube ja. Oh oh. Nein! Scheinbar spawne ich jetzt diese blaue Fliege immer wieder mal nach jedem geschafften Raum. Ich meine, das ist ein ganz netter Effekt, ehrlich gesagt. Na, ich habe das Gefühl, die Feuerrate, die will nicht mehr so recht hoch. Naja. Wie gewonnen, so zerronnen. Wie praktisch, dass sie erst spawnen, wenn alle Gegner tot sind. Yep. Das Item ist nur was für Challenge Rooms und den Boss Rush bringt. Ich sollte auf Secret Rooms gehen. Da habe ich ein bisschen höhere Wahrscheinlichkeit, eine Auszahlung zu bekommen als bei blauem Feuer. Okay. Schon. Ist ja was Gutes. Es ist zum Teil Epic Hack, also. Dog. Oh, ich muss ein anderes Spacebar-Item Ich muss das Spacebar-Item weggelegt haben, damit ich die gute Feuerrate bekomme. Das ist fast interessant. Ich weiß nicht wirklich gut, aber... Dann wiederum, wenn man die Gelegenheit bekommt, das einzusetzen, ist es schon ziemlich stark.
Groudpo. Cool. Groudpo hat mich nicht überzeugt, muss ich ehrlich gestehen. Fuck! Wie bekommen den gekillt? Es war nicht gut. Oh mein Gott! Ja, ihr dachtet, ich kann dich noch knapper dodgen. Ihr lagt falsch. Naja, ich habe zwei Headless Babies inzwischen. Manchmal. Ich hatte aber teilweise. Ich hatte auch einmal zwei. Was ist der Name, den ich nicht suche? Einen Cube of Meat, der schießen kann. Apropos, ich habe mich gerade wieder daran erinnert, dass ich das machen kann. Und manchmal muss man tun, was man tun muss. Um zu überleben. Die kommen schon rüber. Das war ursprünglich mal ein gewonnener Run, aber ich dachte mir, zu einfach. Wo ist da der Spaß? Ich will auch nicht wirklich gegen Greed kämpfen. Ich hoffe einfach mal, dass der rüber... Ich hätte auch echt gern Soulard aus dem Shop bekommen, muss ich gestehen. Ja, bleib da. So ist richtig. Yeah, bleib schön hier stehen. Nein. Der kommt wieder. Das ist eventuell meine Mother-Strategie für Tainted Keeper gewesen. Man, so viel mehr kann man mit Charakteren nicht machen, die... Och, komm schon. Keine HP haben. Oder so gut wie keine. Oh ja, ich bekomme auf jeden Fall auch ein random Item. Warum sind das alle Spacebar-Items? Und warum bekomme ich nie ein HP ab? The Bee. Fuck. Beängstigender Raum. Sehr, sehr beängstigender Raum. Also was soll ich mit dieser Menge an Red Hearts aus diesem Run? Oh Gott, das ist gerade mal Necropolis 1. Ich hätte die Steinkiste öffnen sollen. Stirb schon. Sie haben nur ein bisschen Zeit gebraucht, um zu sterben. Okay, ist ja was? Nein. Wir werden das Herz killen. Und dann machen wir das. Das ist die einzig richtige Entscheidung. Ich meine, ich habe Nordleaf nicht gefunden, um es nicht einzusetzen. Drück mal Spacebar. Nein. Der Devil macht übrigens den Book of Devil, vergibt den Damage ab. Nein. Ich hab die... Oh, warte. Wir haben die Abrissbirne bekommen. Das ist so eine nette Sache. Lass mich mal eben schauen, ob ich vielleicht irgendwo schwarzes Herz auftreiben kann. Schau ich meine zwei Kugeln an. Meine zwei Säcke, die hinter mir herschleiften. Prall gefüllt. Ach, komm schon. Ich spiele noch im Baby-Booby-Modus. Da muss doch irgendwo was drin sein. Ich mag es, dass ich manchmal doppelte Begleiter habe. Schon.
Ich mag das nicht, dass hier gerade nichts drin ist. Ich mag das überhaupt nicht. Oh. Komm schon. Die doppelte Kugel. Hahaha. Alles scheiße. Kann ich hier einfach noch ein dummes Herz? Oh Gott, warum habe ich die dumme Hart-Fragezeichen-Karte eingesetzt? Oh. Oh, damit können wir, mit der Bombe können wir das öffnen. Und eine weitere Bombe. Fuck. Meine Hoffnung war, dass hier vielleicht schwarze Herzen herumliegen. Taten sie nicht. Blaue Herzen wegsprengen, du meinst der blaue Flammen. Ja, hätte ich machen können. Vor allem mit der Menge an Bomben, die ich dann letztendlich jetzt hatte, Ende der Ebene. Zu spät! Komm schon! Triff doch! Warum ist da nichts drin? Da muss doch auch irgendwann mal was Brauchbares drin sein! Dieser Raum könnte Jahre dauern und es ist mir egal. Nein, vielleicht ist mir doch nicht so egal. Ist mir größtenteils egal. Fuck. Fuck. Aber nicht so sehr. Oh Gott. Komm schon, bist gefiert. Lauf doch weg. Flieg doch weg. Lass mich in Ruhe. Das Problem ist, dass wir wieder die langsame Baby-Booby-Feuerrate haben. Ich wollte gerade sagen, yes, das ist der Goldhorn, ist mir aufgefallen. Nein, der bringt uns absolut gar nichts. Ich mochte dieses Lachen gerade nicht, als ich das Item aufgehoben habe. Das hat mir ein bisschen Angst gemacht. So ein ganz kleines bisschen. Ja, die Items sind irgendwie alle nur irgendwelche Beans. Oh. Wir haben die lustige Münze. Und hey, ist das nicht ein Special Heart? Und diesmal ist es ein Rotten Heart. Okay, cool. Also. Ich würde gerne den Shop aufsuchen. Ausfindig machen. In den Shop gehen. Was shoppen. Schauen. Ich brauche kein Geld. Vielleicht. Oh, das war. Das ist der D6-Effekt. Das ist gar nicht der D10. Das bringt mir ja nicht mal was. Das bringt ja noch nicht mal was. Oh! Oh, mächtiges Feuer.
mächtiges Feuer. Ja, ich war im Goldraum drin. Da war ein Item, das laut gelacht hat, als ich es aufgehoben habe. Das war ein bisschen beängstigend. Aber der Run lebt noch. Vergessen wir das mal bitte nicht. Oh, hey. Das ist der zweite Crawl Space in diesem Run. Was bekommen wir dieses Mal? Oh, das Item aus dem Goldraum ist Freeroll, meinte die. Oh, verstehe. Dieses dumme Geräusch. Das war einfach nur die normale Flöte. Ich bleib bei dem Item, weil es meine Feuerrate unfassbar erhöht. Das Item ist nicht rerollt. Glaube ich. Vorsicht, magnetische Jungs. Meine Tiers sind magnetisch. Haltet euch fern davon. Das ist gefährlich für euch. Eine Menge Bomben. Es ist halt schon echt stark mit dieser hohen Feuerrate. Au. Ist okay. Ist okay. Wir haben noch einen Soul Heart. Fucking Haunt! Ich sag's euch, das war jetzt wirklich nicht nötig. Oh oh. Oh oh. Nur so wie dieser Raum gerade echt nicht nötig ist. Fuck! Oh! Ich werde gleich nochmal zurück in den Raum. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, und noch eins. Wir brauchen die Baby-Bubi-Karte nicht. Sowas habe ich nicht nötig. Das ist kein Baby-Bubi-Run. Das ist ein Männer-Run. Nein, ich wollte das Item mitnehmen. Rang 116. Und von der Zeit her 546. Ja, yeah, ich denke, das ist sehr zutreffend. Ich denke, es gab nicht allzu viele Leute, die dumm genug waren, um dieses Item zu holen und mitzunehmen. Frag mich, was man sonst noch alles bekommen hätte. Aber hey, so weit, so gut. So weit, so gut. Das war übrigens Daily Run Nummer 3, den ich in Folge gewonnen habe. Das heißt, wenn wir noch zwei weitere gewinnen, dann habe ich das Item frei. Da muss ich irgendwie noch 20 weitere generell machen, aber 5 in Folge fehlen uns. Hey, ich habe auch hier eine Winstreak von 3. Yes, das ist das Leben. Das gerade eben war ein nervenaufreibender Run. Jemand meinte, der Daily Run heute ist kurz. Yeah, vielleicht für euch. Aber nicht für jemand wie mich, der vernünftige Items mitnimmt.